Herzlich willkommen zum Sommergespräch von Oberlausitz TV. In diesem Jahr wollen wir Frauen aus der Oberlausitz in den Fokus rücken. Heute sind wir zu Gast im Garten eines verwunschenen, mit herrlichen Grün umwachsenen Umgebindehauses am ländlichen Rand von Zittau. Hier lebt Anja Nixdorf-Munkwitz mit ihrem Mann, eine Frau, die sich im Spannungsfeld zwischen Kulinarik und Industriekultur bewegt. Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Herzlich willkommen im Garten. In der Tat, es ist naturnah, es ist ein bisschen verwunschen. Es ist unser Rückzugsraum und die ländliche Lausitz, so wie ich sie liebe. Fein. Beruflich sind Sie Geschäftsführerin der Stiftung Kraftwerk Hirschfelde. Im Herzensprojekt oder Ihr Herzensprojekt ist ein Korb voll Glück. Dahinter verbirgt sich ein Block, vielmehr mittlerweile kann man schon sagen, ein Markenname für regionales, nachhaltiges und faires Genießen in der Oberlausitz. In unseren Sommergesprächen haben wir immer ein bisschen mehr Zeit und damit auch mal die Chance, persönliche Facetten aufzureisen und uns die Gesprächspartner noch mal genauer anzuschauen. Ich sag mal, meine erste Frage ist eher so eine kleine Aufgabe für Sie. Wie würden Sie einem Blinden Ihr Äußeres beschreiben? Sehr durchschnittlich. Ich bin mittelgroß. Ich bin mittelschlank und ja, eher, glaube ich, ein unauffälliger Mensch. Okay. Wir haben zum Einstieg so eine kleine Fragerunde vorbereitet. Wir nennen jeweils zwei Begriffe und Sie sagen uns, mit welchem Begriff Sie mehr sympathisieren oder anfangen können und warum. Kino oder Netflix? Oh je. Dann würde ich sagen Netflix, allerdings aus einem ganz anderen Grund. Ich bin jemand, der zum Beispiel schon immer sehr gerne auch Theater im Fernsehen gesehen hat. Also ich bin eher individuell und suche mir gerne das, was für mich in diesem Moment gut passt, raus. Events sind toll, aber ich bin jemand, der das gerne mag, auch seinen Tag selbst zusammenzustellen. Was hat denn zuletzt gut gepasst bei Netflix? Da sind wir gar nicht. Wir sind bei Amazon Prime. Okay. Und Ihre Lieblingsserie? Also bei Serien ist es immer so, dass man eigentlich nach der ersten Folge ein bisschen abstirbt. Was ich sehr interessant fand, war American Gods, wo man eine Literaturadaption hat, die die Frage stellt, die Götter leben und sterben in den Herzen der Menschen. Wer ist eigentlich mächtiger und wie verändert es sich? Also so diese Baustellen. Und sehr gute alte französische Filme, die suche ich immer in der Videothek. Buch oder E-Book? Keine Frage, Bücher. Haptisch, empathisch, mit Geruch und Duft und Aura. Nun haben wir ja Feriensaison, die Leute fahren in den Urlaub, sie dürfen einen Buchtipp, was darf man, muss man unbedingt mit in den Koffer packen? Ein Buch ist eine ganze Welt. Mein aktueller Tipp wäre die Strudelhofstiege von Heimido von Doderer. Ich schätze österreichische Autoren sehr, weil diese Art der Sprache, aber auch die Art, Themen zu behandeln, charmant, liebevoll und bösartig zugleich ist. Ja, schön. Camping oder Hotel? Ich gebe zu, Hotel. Ich bin da durchaus ein kleines bisschen verwöhnt. Ich suche die Natur vor der Haustür eher immer so im Tagesausflug. Und ansonsten, ja, schätze ich auch ein warmes Bett. Print oder digital? Ich sage das mal in Bezug, nehmen wir mal an, auf Tageszeitung zum Beispiel. Bei Tageszeitungen bin ich ganz klar digital. Ich finde eigentlich, dass ich gerne Zeitungsleser wäre, aber ich stelle fest, dass ich mich gerne themenbezogen durch ein breites Angebot scrolle. Ich möchte wissen, wie dieses eine Thema von 5, 6, 7 Facetten beleuchtet wird. Das erschließt mir Themen einfach besser und das kann man digital natürlich schön abbilden. In der Stadt oder auf dem Land, wo möchten Sie im Alter leben? Das ist eine Sowohl-als-auch-Antwort. Ich möchte gerne in einem gut erschlossenen ländlichen Raum leben, der mir Ruhe und Rückzugsraum bietet, aber mir auch die Möglichkeit gibt, in überschaubaren Zeiträumen ins Zentrum zu kommen. Sprechen wir zu Beginn, also das Private haben Sie jetzt schon überstanden, sprechen wir zu Beginn über die berufliche Seite von Anja Nixdorf-Munkwitz. Was macht die Geschäftsführerin einer Stiftung Kraftwerk Hirschfelde? Die Geschäftsführerin quasi eines Werkes, das seit vielen Jahren stillgelegt ist. Ich habe immer den Satz geprägt, dass ich, seit ich die Stiftung angefangen habe aufzubauen, kein Jahr die gleiche Arbeit gemacht habe wie im Jahr davor und niemals die Arbeit, für die ich ursprünglich eingestellt worden bin. Als Kulturmanagerin ist man häufig in Betrieben in funktionierenden Systemen und versucht, die zu verändern oder sich einzubringen.
Bei meinem Berufsfeld ist es genau das Gegenteil. Ich habe quasi durch das Arbeiten dieses Feld erschaffen. Klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber ich habe es entwickelt. Und jedes Jahr stellen sich völlig andere Herausforderungen. Wir sind angetreten, um das Kraftwerk zu einem Kultur- und Bildungsort zu entwickeln. Das hatte uns die Lausitzer Neiße dann doch eher versagt mit dem Hochwasser 2010. Und daraus haben sich wahnsinnig viele Herausforderungen entwickelt, wie man einen solchen Standort gezielt, konstruktiv zurückführt. Und im Moment beschäftigt uns besonders die Frage, welchen Stellenwert hat das Thema schriftliches Kulturgut im Industriekulturkontext, das sprich Archivalien, schriftliche Planakten, Zeitzeugenberichte. Das sind Dinge, die in der Vergangenheit wichtig sind. Wir erleben das ja heute nicht nur als Historiker. Wir wollen Fotografien nutzen und da haben wir ein sehr schönes Projekt auf den Weg gebracht, das uns auch ein Stück weit zeigt, wohin die Reise für uns als Stiftung geht. Das ist diese Webseite industriegeschichte-lausitz.de. Ist das korrekt? Ich habe mich von dem Namen von der Internetseite Kraftwerk Hirschfelde ein Stück weit zu diesem Industriekultur Lausitz bewegt, weil es den Dreiklang widerspiegelt. Wir sind eine Regionalstiftung, Lausitz. Wir sind eine themenbezogene Stiftung, Industriekultur. Aber Industriekultur ist eben beides. Es ist Industrie, wir haben ja das Wirtschaftsunternehmen LEAG bei uns nach wie vor mit dabei. Und es ist aber auch Kultur. Kultur bedeutet, wie gehe ich damit um? Das ist so dieser Satz, es gibt nichts auf der Welt, was nicht Natur ist. Und es gibt nichts auf der Welt, was nicht Kultur ist, weil es durch einen Menschen hindurchgegangen ist, indem wir es betrachten. Das Projekt ist sehr groß. Es ist eine Kooperation mit der SLUB, mit der Sächsischen Universitäts- und Landesbibliothek und dem Freistaat, wo wir die Digitalisierung unseres Gesamtbestandes in Angriff genommen haben. Unsere eigene Seite ist eine Form der Präsentation, aber mir ist es sehr wichtig zu sagen, Deutsche Digitale Bibliothek, Europiana, Deutsche Fotothek, das heißt, das Erbe aus Hirschfelde ist auf allen internationalen Plattformen jetzt vertreten und ich hoffe, dass viele Interessierte, aber auch Laien und Forschende darauf zugreifen werden. Sprechen wir über ein ganz anderes Thema, sprechen wir über den beschlossenen Ausstieg aus der Braunkohle. Ja, Milliardeninvestitionen sollen auf den Weg gebracht werden. Sind wir da auf einem guten Weg? Was ist Ihr Gefühl? Es ist eine ganz große, fast generationenübergreifende Herausforderung, denke ich, die besonders dadurch noch mal verkompliziert wird, dass wir in der Lausitz ja schon mehrere Transformationswellen durchlebt haben. Man kann sagen, seit 30 Jahren eine permanente Transformation und die Lausitz insgesamt damit sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat. Während wir im Süden, in der Oberlausitz, den Ausstieg aus der Braunkohle ja eigentlich schon vollzogen haben mit dem Abschluss der Kraftwerke und auch der Renaturierung der Tagebaue, ist das natürlich im Norden ganz anders. Im Moment habe ich den Eindruck, es ist sehr viel konstruktiver Willen dabei, aber manche Dinge sind einfach von den Rahmenbedingungen noch nicht klar. Was wird die Präferenz sein? Wie können die Akteure sich einbringen? Und das sorgt für die Akteure an der Basis ein Stück weit für Unruhe oder für Beunruhigung. Und ich freue mich, dass ich mich da in verschiedenen Formaten einbringen kann. Wir werden Strukturpapiere brauchen, die diesen Weg beschreiben, ein Stück weit vordenken, um im politischen Prozess das auch abzubilden. Und da kann ich mich als Autorin zum Beispiel bei dieser Schreibwerkstatt, der Zukunftswerkstatt Lausitz, mit einbringen. Das ist ein kleiner Baustein, aber letztlich gesehen, es wird gemacht durch die Menschen und durch die politischen Akteure und nur durch unser aller Mittun können wir diesen Prozess positiv gestalten. Und doch fragen sich die Menschen in diesen Tagen bei diesen Millioneninvestitionen, welche Arbeitsplätze sollen denn dabei entstehen? Es ist genau diese Erfahrung der Transformation der 90er Jahre, die Frage bringt und auch berechtigterweise bringt. Wir haben zum Beispiel die Diskussion, welchen Stellenwert wird der Tourismus einnehmen. Wir haben in der Niederlausitz mit der Seenkette definitiv dort ein neu geschaffenes Potenzial. Es sind aber andere Arbeitsplätze. Es wird nicht der Umfang der Arbeitsplätze sein. Also wo man einfach sieht, man kann nicht auf eine Karte setzen, sondern man wird sehr viel tun müssen. Und ich glaube, Industriearbeitsplätze werden für die Lausitz weiter wichtig sein. Wir sprechen ja inzwischen zum Beispiel eben nicht mehr über diesen Weggang des Unternehmens LEAG oder der Braunkohleunternehmen. Das war auch, ich habe mich da selber gar nicht eingebracht, aber in der Zukunftswerkstatt eine heiße Diskussion, wo man gesagt hat, Leute, so dürft ihr das nicht schreiben. Es geht ja darum, neue Geschäftsfelder zu finden. Welchen Stellenwert wird Wasserstoff haben? Sind wir eine Energieregion? Und worauf bauen wir diesen Status auf? Das ist eine strittige, heiß diskutierte Baustelle. Und ich glaube, da wird Industrie, Tourismus, verschiedene Formen von Wertschöpfung miteinander gedacht werden müssen. Das sollte nie gegeneinander ausgespielt werden. Nun sage ich mal, denken Sie mit,
beim Strukturwandel und dem Ausstieg aus der Braunkohle und vor ihrer Haustür, quasi wo wir hier gekommen sind, 300, 500 Meter weiter, steht das Kraftwerk. Und der polnische Bergbaukonzern und die polnische Regierung wollen das Gebiet um Turów erweitern und noch mindestens 25 Jahre Kohle abbauen. Was macht das da mit Ihnen, ja, wenn Sie sagen, auf der einen Seite kämpfe ich darum, was kommt danach, und auf der anderen Seite kämpfen Menschen 1 Kilometer von mir entfernt, wie sie denn ihre Energie weiter über Braunkohle beziehen können? Das ist genau diese Nahtstelle. Mitten im Herzen von Europa erleben wir auch die Widersprüche der gesamteuropäischen Energiepolitik, die es als gesamteuropäische Energiepolitik eben noch nicht gibt. Es ist wichtig, dass gesehen wird, dass diese Widersprüche existieren. Wir dürfen uns nicht einreden, dass wir die Fragen bereits gelöst haben, weil Deutschland für sich einen Weg definiert hat. Wir haben hier einen Platz mitten im schwarzen Dreieck. Nicht umsonst hieß das so. Turów, Hirschfelde, Hagenwerder, drei Kraftwerke. Und wenn ich jetzt in meinem Garten einen Spaten in die Hand nehme, dann bin ich am Industrieerbe live dran, weil 50 Zentimeter tief Kohlraben schwarze Flugasche ist. Das zeigt, dass der Ausstieg in der Region definitiv viel für die Umwelt und für die Lebensqualität gebracht hat. Die aktuellen Diskussionen um die Absenkung des Grundwassers und andere Problematiken zeigen, dass diese Umweltthematiken weiter gelten. Gleichzeitig ist aber auch klar, wer erlebt hat, wie negativ der Ausstieg aus allen Industrien parallel die Lausitz hier in den 90er Jahren geprägt hat. Es geht ja nicht nur um das Wegbrechen von Erwerbsarbeit für sehr viele Menschen, sondern es hatte auch einen Identitätsbruch zur Folge. Die Frage, wer bin ich und wofür stehe ich, wurde nicht mehr beantwortet. Deswegen hoffe ich, dass es gelingt, dass wir wieder zu einem konstruktiven Streiten finden und nicht immer mit der absoluten Position gegeneinander stehen. Ich erlebe es so, dass viele Stimmen, die das thematisieren, nicht so ganz gehört werden. Deswegen ist mir der Bereich Zeitzeugenarbeit in der Industriekultur auch sehr wichtig. Wir müssen verstehen, was in Transformation gut und was schlecht gelaufen ist. Nur dann können wir die neuen Ideen entwickeln. Wer bin ich und wofür stehe ich? Ist ein guter Übergang zu Ihrem Herzensprojekt. Sie stehen für Ihr Projekt, ein Korb voll Glück, regional, saisonal, nachhaltig, fair genießen in der Oberlausitz. Oberlausitz, was steckt hinter diesem Herzensprojekt? Wir haben sehr lange in der Altstadt von Görlitz gelebt, ein wunderbares Wohnen. Ich bin nicht aus Görlitz weg, sondern ins Ländliche gegangen, sehr bewusst. Und trotzdem hatte ich danach kurz so einen Moment des Phantomschmerzes. Ich habe meinen Markt vermisst. Ich habe meinen Görlitzer Markt vermisst, wo ich die Lausitzer und auch die polnischen Bauern, Gärtner hatte, wo ich ganz frisch einkaufen kann. Und das hatte ich dann plötzlich nicht mehr. Man muss sich immer ein bisschen neu organisieren, wenn man umzieht. Das ist einfach so, selbst wenn nur einige Kilometer dazwischen liegen. Und da ich ursprünglich aus dem ländlichen Raum komme, habe ich aber eine sehr große Empathie für diese Themen. Also ich habe einen sehr intuitiven Zugang zur Natur und ihren Ressourcen. Und ich habe dann eben einfach festgestellt, die Nachbarin hat Schafe und der produziert Honig. Und es ist so eine reiche Landschaft, die da ist. Und trotzdem schien mir so, dass vieles davon nicht bekannt ist. Mein Körbchen ist wirklich ein Korb. Es ist ein alter Korb, den ich habe flechten lassen nach einem 120 Jahre alten Korb von meiner Urgroßmutter. Und ich habe angefangen, die guten Produkte und die guten Geschichten in diesen Korb zu bringen. Mir ist es wichtig, dass nicht ich nur weiß, was da ist, sondern einfach den Leuten wieder zu sagen, wie reich und lebenswert die Landschaft hier ist. Und dadurch ist am Anfang durch einen Impuls einer Freundin gekommen, ja, schreib doch mal einen Blog. Ja, weiß nicht und so, na gut. Dann kamen plötzlich Fragen, dann kam die Möglichkeit, das praktisch umzusetzen. Es ist wirklich etwas, was organisch wächst und es geht immer, deswegen steht das Genießen hinten groß, es geht darum, einen positiven, empathischen Zugang über den Genuss zu finden. Die großen Themen, Nachhaltigkeit, Regionalität, die kommen dann einfach charmant mit. An der Volkshochschule geben Sie einen Kurs, wenn ich das richtig gelesen habe, die Schule des guten Geschmacks. Ja, den Arbeitstitel habe ich mir mal ausgedacht, weil ich habe überlegt, wie bringe ich das rüber. Für mich ist Kochen eigentlich, die besten Zutaten zu begleiten und nicht allzu viel zu extrem damit zu arbeiten. Also den Eigengeschmack der Dinge wieder herauszukitzeln, und dann merkt man den qualitativen Unterschied zwischen einem Supermarktei und einem frischen Landei oder frischen Kräutern oder einem guten Mehl, das man hier bekommt. Und deswegen habe ich das mit einem Augenzwinkern bewusst als Schule des guten Geschmacks genommen. Ich bin ja keine Köchin, ich habe das nicht gelernt. Ich könnte nicht mit Zaubertricks beeinflussen. Ich kann nur mit dem, was ich selber fühle, versuchen, jemanden mitzunehmen, und dann signalisiere ich,
probier das, probier das. Und da kommt dann der Unterschied raus. Und das gefällt den Leuten, glaube ich, ganz gut, weil sie merken, das kann ich ja genauso selber. Das ist ja ganz, ganz einfach. Sie planen ein Kochbuch der Oberlausitz oder für die Oberlausitz, ja? Also Sie haben ja mal irgendwann gesagt, wir leben in einer Landschaft, die wirklich essbar ist. Das fand ich eine sehr schöne Formulierung. Jetzt kommt Ihre Katze. Miet. Ja? Also, kleine Ablenkung, hier kommt deine schwarze Katze das ins Bild. Cat-Content gehört zu jedem Online-Format, das richtig, ist so. Richtig. Was macht dieses Kochbuch? Ja, also im Moment ist es wirklich ein digitales Kochbuch. Das ist einfach, oh, naja, Katze hat ihren eigenen Kopf. Es ist also jetzt wirklich eine Sammlung von Rezepten oder Ideen, die ich auf dem Blog und auf verschiedenen anderen Formaten erstmal zusammentrage. Ich glaube aber trotzdem, dass ein Printprodukt eigentlich eine sehr schöne und ganz interessante Sache wäre. Ich habe das gesehen im Voralpenraum, diese anspruchsvoll gestalteten Dinge, die dieses kulinarische Erbe jenseits, sage ich mal, von so, ja, so ein bisschen nostalgischen, sondern auch Zukunfts- und Gegenwartsverwurzelt zeigen, die sind eigentlich auch sehr beliebt. Also die mögen die Menschen gerne. Und da geht schon die Reise hin, das würde ich gerne machen. Mal schauen, ob mir das gelingt, das irgendwann auch haptisch jemandem in die Hand geben zu können. Sehr schön. Was macht Ihre Bewerbung zum Neuland-Gewinner, wenn ich das so verstanden habe, Robert-Bosch-Stiftung? Das war ja in den letzten Tagen noch mal irgendwo in der Tageszeitung Schlagzeile. Das ist ein langwieriger Prozess, der dieses Jahr durch Corona auch ein bisschen hin und her gegangen ist. Es gab den Aufruf zur Bewerbung, es gab die Begutachtung, es gab mehrere Auswahlrunden und jetzt quasi die letzte Runde, die Präsentation vor der Jury. Dazu war ich letzte Woche in Berlin, um einfach nochmal in einem, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, 5-Minuten-Pitch darzustellen, was ist das Körbchen. Und jetzt wird es Ende des Monats die Entscheidung dazu geben. Ich bin für mich aus dieser Runde rausgegangen und habe gesagt, wenn es kommt, ist schön, dann freue ich mich wahnsinnig. Wenn es nicht kommt, ja gut, dann habe ich es soweit geschafft. Ich merke inzwischen, trägt mich das Thema so, dass ich das nicht mehr von, ich mache es weniger von äußerem Feedback abhängig, mehr von den Leuten, die das mögen. Nicht unbedingt davon, ist das jetzt für eine Bewerbung erfolgreich. Eines dieser neuen Projekte ist die Marktschwärmerei in Zittau. Ich habe von der Marktschwärmerei irgendwann im Frühjahr das erste Mal gehört. Da ging es um Görlitz und mittlerweile ja auch um Bautzen. Görlitz haben Sie wohl beratend unterstützt. In Zittau soll jetzt eine eigene entstehen. Sie dürfen werben. Das mache ich sehr gerne. Ab dem 13.8. möchte ich gerne die Marktschwärmerei in Zittau ins Leben rufen. Ich hoffe, bei dem Termin wird es auch bleiben. Ich mag es, wenn man funktionierende Dinge in die Lausitz holt und die Erfahrungen, die damit schon gewonnen worden sind, einfach aktiv nutzt. Die Marktschwärmerei verbindet Onlinehandel mit Wochenmarkt. Die Leute sind online affin, man kann gut damit umgehen, online zu bestellen. Aber gleichzeitig möchte man wirklich unmittelbar vor Ort die frischen Dinge und man sucht auch nach wie vor den persönlichen Kontakt zu denen, die das produziert haben. Das macht ja den Charme von Wochenmärkten aus. Jetzt ist das für ganz viele Menschen beruflich und familiär überhaupt nicht möglich, am Mittwochvormittag oder Samstagvormittag auf den Markt zu kommen. Die Marktschwärmer gibt es seit einigen Jahren und gemeinsam mit den Kollegen vom Landkreis Görlitz habe ich dafür geworben, dass wir hier Gastgeber finden. Das braucht quasi für die jeweilige Stadt einen Gastgeber, der das umsetzt. Und der erste Schritt war, dass wir die Fanny Schiel aus Dresden bei uns hatten und sie das System erklärt hat und wir dann für Görlitz die Gastgeberin gefunden haben. Das läuft wunderbar, seit über einem halben Jahr sehr, sehr gut und wächst stetig. Und genauso habe ich dann in Zittau angefangen zu fragen, möchtest du Gastgeber sein? Passt das für dich? Und jetzt ist es doch eine Verpflichtung, die man damit eingeht. Jemand, die ich gefragt hatte, die hat dann gesagt, also letztlich mit 3 ganz kleinen Kindern, das schaffe ich im Moment nicht. Und da habe ich überlegt, frage ich weiter oder mache ich einfach für mich sozusagen, schenke ich mir selber was? Ich habe für die Stiftung mein Büro im Salzhaus und deswegen kurz entschlossen habe ich gesagt, okay, ich mache den Donnerstagnachmittag jetzt für mich immer so zum Körbchentag und da wird es die Marktschwärmerei geben, dass die Leute ihre frischen Produkte abholen können. 17 bis 19 Uhr ist eben, das ist berufskompatibel, bürokompatibel. Ich kann noch mal in die Innenstadt gehen, ich kann noch was auf der Verwaltung erledigen. Ich bin gespannt, wie es läuft und ich hoffe, dass es angenommen wird. Und bis wann müssen denn die Bestellungen ausgelöst werden? Da gab es ja immer so irgendwo so eine Zeitschiene. Vielleicht können Sie es noch mal ganz kurz erklären. Ich melde mich einmal an als Kunde, ich gehe damit aber weder Verpflichtungen noch zusätzliche Kosten ein und jede Marktschwärmerei hat eine
Bestell-Deadline. Das ist in unserem Fall dann der Dienstagnacht. Und ich kann also genau überlegen, okay, was brauche ich denn diese Woche und stelle mir danach meinen Warenkorb zusammen. Meine Aufgabe als Gastgeberin ist es, die Leute daran zu erinnern, Besonderheiten vorzustellen, die Händler zu gewinnen, die Koordination zwischen den Händlern sicherzustellen, den Ort zu organisieren. Also jede Woche dafür zu sorgen, dass es ein schöner, erfolgreicher Markt wird. Sprechen wir mal über Corona. Man hatte ja den Eindruck gehabt, dass in dieser Phase die Menschen sich stärker wieder auf Nahes reduziert haben. Ja? Also ich konnte keine großen Reisen unternehmen, ich konnte keine großen Veranstaltungen besuchen. Was blieb mir? Der Spaziergang im Park, ja, die Wanderung im Wald, nachdem der 15 Kilometer Umkreis weggefallen ist, dann schon ein bisschen weiter. Und ich habe auch den Eindruck, dass in Sachen Nahrung viel über Nachhaltigkeit, über Regionales, über Ökologisches, über Gesund und so weiter gesprochen wird. Haben Sie das gleiche Gefühl? Haben Sie auch diese Wahrnehmung, dass die Leute sich stärker darüber Gedanken machen, wo kommt das, was auf ihren Tisch kommt, eigentlich her? Definitiv. Wir haben gerade mit verschiedenen Krisen der Versorgung, die ja jetzt nicht wirklich real waren, wir hatten ja nicht Existenzprobleme, aber es hat wieder die Frage gestellt, wie abhängig sind wir eigentlich von Lieferketten und gefallen uns die Bedingungen, die dahinter stehen. Wir merken, dass die Menschen selber als Verbraucher, aber auch Einwohner ländlicher Regionen das Thema für sich stärker sehen und gleichzeitig eben jetzt auch viele, die schon lange an der positiven Baustelle arbeiten, das auch einfach begleiten. Ich bin ja mit Vorstand von Slow Food Lausitz, der Bundesverband von Slow Food, der hat das jetzt nochmal ganz stark thematisiert. Es geht um nachhaltige, ortsgebundene Nahversorgung, genauso wie der Bundesverband der Regionalbewegung, bei dem ich auch mit dabei bin, die einfach sagen, wir müssen wieder die Regionen stärken. Und Regionen sind Funktionszusammenhänge. Das sind keine künstlich geschaffenen Strukturen, sondern das ist das, was miteinander in Beziehung geht und was funktioniert. Und wir merken, dass das Diskussionsinteresse auch da ist. Also es geht nicht nur darum, stell mir das Angebot vor die Tür. Davon profitieren jetzt zum Beispiel die Marktschwärmereien. In Dresden sind die Umsätze durch die Decke gegangen. Das ist gut, dass das so ist. Aber wir haben jetzt zum Beispiel mit Zittau auch mit der Volkshochschule arbeiten wir gerade an einem Angebot, das das auch ins Spannungsfeld stellt. Denn wenn wir sagen, wir wollen wieder mehr Regionalität, dann heißt es auch, wir müssen uns um die Rahmenbedingungen kümmern. Es gehen Dinge nicht, es funktioniert manches nicht. Und dort machen wir jetzt gerade ein Format auf, mit Produzenten in der Fläche wirklich ins Gespräch zu gehen. Was sind denn die limitierenden Faktoren? Warum kommen die Produkte nicht zum Kunden oder wie sind die Rahmenbedingungen für euch? Es geht nicht nur um das Endprodukt, es geht, glaube ich, auch mehr wieder um das Interesse, wirklich zu verstehen, was Regionalität bedeuten kann und Saisonalität definitiv auch. Ich habe jetzt Tomatenzeit und in 6 Wochen wird die vorbei sein. Also auch wieder zu lernen, zu sehen, dass es ein besonderer Wert ist, wenn etwas nur eine kurze Zeit verfügbar ist. Also ich bin immer wieder konfrontiert mit so einem weit verbreiteten Klischee, wo Menschen mir sagen, naja, Bio und regional, das muss ich mir erstmal leisten können. Bio, regional ist sowieso im Moment ein bisschen das Schlagwort, aber auch ein Spannungsfeld. Nicht alles, was vor Ort produziert wird, ist Bio und nicht alles, was Bio ist, ist regional. Und da bin ich auch relativ frei im Überlegen. Ich hatte ursprünglich für mein Körbchen regional, saisonal, ökologisch und fair. Ich habe aber gemerkt, dass ökologisch etwas für mich ist, was ich positiv konnotiert sehe, wohingegen viele Leute, die nachhaltig arbeiten, darauf eher so ein klassischer Familienbetrieb sagen, ja, lass mich damit in Ruhe. Es ist ja nicht so, dass wir 40 Jahre alles falsch gemacht haben. Und deswegen habe ich das zu nachhaltig geändert, weil diese ursprüngliche Qualität vielleicht diesen Namen braucht. Ist das teurer? Ich würde sagen, es ist definitiv preiswert. Und gerade Saisonalität macht auf den Weg auf, dass man sehr, sehr günstig leben kann, weil die saisonalen Produkte eben immer dann, wann sie am besten schmecken, auch am günstigsten sind. Also in der Mitte der Saison, wo das Überangebot da ist, habe ich auch die höchste Qualität. Es ist aber wieder ein Arbeiten, ein Kochen, dass ich das einfach im Blick haben muss. Ich muss ein bisschen wissen, wann die Saison ist, wer was anbietet und natürlich eben auch vielleicht die Leute kennen, die es fort anbieten. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass die Gärtnereien jetzt teilweise sagen, ey, Wetter hat gestimmt, wir haben jetzt gerade hier eine Kiste Blumenkohl und ein Stück kostet 1 Euro. Also man kann dann auch ganz tolle Dinge machen, aber man muss sich ein bisschen mit dem Kochen natürlich auch ranwagen und Spaß haben. Und das ist das, wo ich denke, ich kann unterstützen, Kontakte knüpfen und andererseits eben auch Ideen geben und ein bisschen inspirieren. Es ist
preiswert, es tut einem selber gut, es tut der Region gut und es ist bei Weitem nicht so teuer, wie es häufig gedacht wird. Da sind auch einfach Ängste, ich will mich da lieber gar nicht ranwagen. Ja. Also die Zubereitung von leckeren und gesunden Speisen ist ja in der Corona-Krise für viele Eltern zur übermächtigen Herausforderung geworden. Ne? Da hat sich ja manches Elternteil gefragt, was koche ich denn jetzt jeden Tag? Normalerweise sind die Kinder mit Schulessen versorgt und ich soll mir hier jeden Tag irgendwas Schickes Neues einfallen lassen. Wäre das nicht mal eine Idee, so ein ganz einfaches Kochbuch für Menschen, die keine Zeit haben? Na, wir sind gerade, also das Netzwerk wächst und ich bin gerade mit einer Bloggerin aus Weißwasser im Gespräch. Wir wollen demnächst was zusammen machen, die sich genau auf dieses Thema Familienkost spezialisiert, die dann auch mehr über diese Beziehung in der Familie, wie bringst du das deinen Kiddies ran oder so mit ranbringt. Aber es ist auf alle Fälle, glaube ich, wichtig, dass man immer sagt, man kann mehr Aufwand betreiben, aber eigentlich sind die Dinge ganz einfach. Zum Beispiel, ich glaube, was immer geht, ist Pizza. Und das geht so schnell, das ist so einfach. Und ich habe auch mal festgestellt, weil ich jemanden zum falschen Tag eingeladen habe, wenn ich die Pizza fertig habe, dann schiebe ich die in den Tiefkühler und dann habe ich meine eigene Tiefkühlpizza. Also diese Kleinigkeiten, die kleinen Tipps und Tricks. Was ich in Corona festgestellt habe, dass man ganz viel mit der Landschaft kochen kann. Also ich bin quasi immer, ich habe gesagt, jetzt bin ich ausgezoomt. Also man hat nach einem Vormittag digitaler Formate einfach irgendwann eine Grenze erreicht. Ja. Dann bin ich in den Garten gegangen und habe mich Giersch und Brennnessel gewidmet. Das waren so für mich die Ideen, die ich auch teilen wollte, weil Kochen mit Wildkräutern hat zum einen das Risiko, dass Menschen manchmal gar nicht mehr korrekt bestimmen kann, um welche Kräuter es sich handelt. Und wir haben in der Lausitz ja auch giftige Doppelgänger. Aber eine Brennnessel erkennt jeder. Und den Giersch kriegst du nicht klein. Den kannst du auch nicht ausrotten in deinem Garten. Und da habe ich dann quasi von der Pizza über den Flammkuchen ein kleines Pastetchen. Es sind ganz wenige Grundzutaten, die kann ich da haben. Das ist nicht schwer, das ist nicht kompliziert. Und es ist auch wirklich sehr günstig. Und ich habe jetzt für das Dreimark-Magazin so einen kleinen Text geschrieben und habe eine witzige Überschrift gesucht. Und da habe ich dann gesagt, Corona oder wie mich 2020 die Brennnessel lieben lehrte. Und der Tipp für Familien ist schlechthin, was immer geht, sind Chips. Und ich hatte ganz viele Leute zu Gast und die haben das Rezept mitgenommen. Die haben jetzt ihren Kindern immer Brennnesselchips angedreht. Also Gemüse gesund aus dem Backofen, das ging. Sehr schön. Die Internetadresse blenden wir dann mal zu, damit die Leute sich auch bei Ihnen über Ihre Aktivitäten mehr Infos holen können. Ich habe noch eine Frage zu Corona. Hat Sie Tönnies überrascht? Überrascht sicherlich in dem Sinne jetzt nicht, dass die Zustände in der industriellen Landwirtschaft und den Verarbeitungsketten als problematisch bekannt sind. Wenn man das wissen möchte, kann man vieles wissen. Es ist ein Spannungsfeld. Ich glaube, das Leben im ländlichen Raum privilegiert einen, weil man Alternativen hat, wenn man das möchte. Aber gleichzeitig ist auch das Problem ganz sichtbar. Wenn wir auf solche Großstrukturen negativ reagieren, weil wir die Auswirkungen sehen und gleichzeitig aber feststellen, wir haben gar keine alternativen Strukturen, dann zeigt sich dieses Problem am deutlichsten. Wir können nicht nur auf die Großschlachthöfe schimpfen, sondern wir müssen feststellen, wir haben zum Beispiel in Sachsen gar nicht mehr die Möglichkeit, ortsnah zu schlachten. Und wir sind auch nicht mehr dran an den Entwicklungen. Jetzt über Slow Food stehe ich auch mit dem Convivium in Bayern in Verbindung. Es ändern sich Rechtsrahmen. Es gibt Möglichkeiten, stressfrei zu schlachten, auf der Weide zu schlachten. Aber das ist rechtlich sehr schwer, das ist mit Investitionen verbunden und es ist auch nicht so einfach, an den Endverbraucher zu bringen. Also diese Probleme der großen Strukturen überraschen einen nicht, genauso wie man eben zum Beispiel auch sieht, unter welchen wirklich menschenunwürdigen Bedingungen teilweise eben Erntehelfer jetzt in Spanien oder so in der Gemüseindustrie eingesetzt werden. Aber die Fragen, die für mich daraus kommen, ist jetzt weg von der reinen Empörung zu sagen, ja, wie kommen wir denn jetzt wieder dazu, dass wir alternative Strukturen kleinteilig schaffen? Und da bin ich fast wieder ein bisschen zurück am Eingang. Wenn wir jetzt in diesem Lausitz-Transformationsprozess drinstehen, dann haben wir ja die Chance, mal zu definieren, was uns wichtig ist. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich in den Arbeitsgruppen, wo ich mit verschiedenen Autoren diskutiere, von anderer Seite genau das Gleiche gespiegelt bekommen habe. Uns fehlt die gesamte erste Verarbeitungsstufe in der ländlichen Region, in der ganzen Lausitz. Das betrifft nicht nur die Schlachtereien, das betrifft auch Milchverarbeitung, die Veredelung vom Lausitzer Karpfen. Und da kann man weg von dem, ach, es ist so schade, sagen, da müsste man jetzt mal richtig politisch ran, da müsste man auch von der regionalen Idee ran. Die Lausitz braucht eine von unten gewachsene Regionalbewegung. Wir müssen
die Lausitz besser kommunizieren, habe ich in einem der vielen, vielen Artikel, die ich am Wochenende über sie lesen durfte, gefunden. Fand ich sehr spannend. Wie darf ich mir das vorstellen? Die Regionen sind, glaube ich, dann stark, wenn sie es schaffen, in sich selber einen guten Diskurs zu führen und diese Frage, was wollen wir, wie sind wir unterwegs, wirklich gut zu beantworten. Ich schaue da immer ein Stück weit neidisch nach Österreich, jetzt ins Weinviertel oder ähnliche Regionen, die einfach schon lange diese wahren Wirtschaftsbeziehungen, diese regionalen Kreisläufe kennen, die auch schaffen, dass die Bürger das wollen, die bewusst auch wahrnehmen und das ist einfach so, in die regionale Identität übergegangen ist. Und da möchte ich eigentlich ein Stück hin. Wir sind häufig noch dabei, dass wir die Probleme und Defizite benennen, dass wir das Positive unter den Scheffel stellen und uns auch gar nicht, dass wir gar nicht dieses positive Wir haben. Und da möchte ich über den Genuss ein Stück weit mit dran arbeiten. Ich merke, wenn wir nicht gleich in Problemdiskussionen einsteigen, sondern das positive Potenzial vor Ort benennen, dann kommen auch wieder andere Diskussionen zustande. Der Blick auf sich selber, den man dadurch verändert, aber auch der Blick auf die Lausitz. Ich möchte mal polemisch funktionieren, polemisch sagen, wir haben nicht nur diesen Dreiklang Kohle, Nazis, Wölfe. Also das ist eine Fremdwahrnehmung, die ist verheerend für die Lausitz. Die wird teilweise auch durchaus forciert, weil sie natürlich sehr stark nachgefragt und geklickt wird. Aber wenn man sich mit anderen in Kooperationen und Netzwerken verbündet, und das ist immer mein Arbeitsansatz, dann merkt man, dass man auch daran wirken kann, positiv wirken kann. Ich arbeite mit einem Netzwerk zusammen, die urbane Räume anspielen und Menschen einfach versuchen, für die Lausitz zu gewinnen, die raus wollen aus der Stadt, egal aus welcher, Hamburg, Berlin, Dresden. Und wenn man dann zusammen kommuniziert, die Lausitz ist ein Raum, wo der nächste Bauernhof, der nächste Biohof, die nächste Milchtankstelle nicht so weit ist, dann sieht man auch plötzlich, dass wieder ein positiver Blick auf die Region kommt. Der Begriff Regionalbewegung ist ein Arbeitstitel, aber das ist eigentlich das, wo ich hin will. Das Wir-Gefühl positiv beeinflussen und damit auch zeigen, dass wir von außen durchaus einen anderen Blick verdienen als Lausitz. Vielen Dank bis dahin. Eine letzte kleine Aktion habe ich noch. Vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, warum kommt ein Journalist, der mit mir ein Interview führt, nicht auf diese Frage, die ich schon immer mal gern beantworten wollte? Welche Frage könnte das denn sein? Sie dürfen sich jetzt eine Frage stellen und sie anschließend beantworten. Welche Frage stellen? Das ist so eine gemeine Frage. Sie können es auch einfacher. Nein, das ist sehr, sehr schön. Aber es ist wirklich, ja, ich würde mal sagen, ich habe als Kind habe ich mit einer Freundin immer das Spiel gehabt, was wäre, wenn. Also ich habe mir so eine Art, wünsch dir was. Und das haben wir sehr intensiv bis zur Entwicklung von Traumwelten gespielt. Und ich würde mal sagen, was würde ich mir wünschen, wenn ich die positive Entwicklung in der Region beeinflussen könnte? Also das wäre jetzt sozusagen der Punkt, an dem ich ansetzen möchte. Ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, die ganzen Kräfte, die es in der Region gibt, die sehr unterschiedlich sind, zu einem positiven Streit zu führen, aus dem dann wirklich eine positive Entwicklung geht. Man muss sich nicht immer in allen einig sein, aber dass man sich einig darin ist, für die Region zu stehen, dass wir nicht mehr die Kräfte darin verkämpfen, halt unsere eigenen Debatten zu führen, sondern einfach auch gemeinsam besser in der Lage sind, das nach außen zu adressieren. Also wenn ich Veränderungen herbeiführen möchte, dann muss ich auch dafür sorgen, dass ich als Ansprechpartner wahrgenommen werde, damit jemand von außen sagt, aha, das sind also diejenigen welchen, die wollen, die können. Und das wäre so, was würde ich mir wünschen, wenn die kleine Fee vorbeikommt und einmal mit dem Zauberstab macht? Das wäre, glaube ich, ein speziell für die Lausitz und nur für die Lausitz ausgerichtetes Förderprogramm, das den spezifischen Gegebenheiten hier entgegenkommt, dass diese Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen überwindet. Wir sind in zwei administrativen Systemen drin, die nicht funktionieren, in dem Zusammenhang, dass man sagt, ist jetzt die Lausitz, sondern ist die Brandenburger und die sächsische Lausitz. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das für diese Transformation jetzt wirklich mal beiseite lassen. Wir in der Lausitz und wie machen wir das? Kann ich nur sagen, vielen Dank für das Gespräch. Ich würde enden wollen mit noch einem Zitat von Ihnen, weil das trifft sehr, wenn man diesen Ort hier sieht. Die Oberlausitz, hier kann man sich Ruhe und Abwechslung, Natur und Stadt, Land und Leute gleichermaßen ins Leben holen. Vielleicht ein Ende der Welt, wie manche behaupten, aber mit Sicherheit eines der schönsten Enden der Welt. Diesen schönen Ort müssen wir jetzt verlassen. Ich bedanke mich nochmal für die vielen Offenheit. Dank. Sehr schön. Also es hat mir viel Spaß gemacht und ich bin Landei aus Überzeugung und dabei bleibe ich auch. Dankeschön.